Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Mr. Raw, aber speziell mit ein paar Gästen, die heute hier sind. Das war der Mitochondrien-Doktor. Schön, dass du da bist. Rudolf Bolsius. Hi, grüß dich. Hier vor der Kamera. Ja, die Dame. Ah, eigentlich schon, aber das dein Logo war als erstes. Okay, und dann so die Dame so mit Lord Nordic Liposomes Trine. Schön, dass du da bist. Ein führender Mitochondrien-Forscher und eine führende Liposom-Forscherin gemeinsam hier sitzen zu haben. Ihr seht wahrscheinlich schon, worauf es hinauslaufen soll. Auf eine wirklich gute Symbiose. Sowohl im Gespräch als auch in einem Produkt, das ich danach präsentieren will, nämlich das neue Glutathion, das einerseits ein Boost für die Mitochondrien ist, andererseits nur eingepackt in Liposomen seine volle Stärke entfalten kann. Was Liposome sind, was Mitochondrien sind und was das alles mit euch beiden zu tun hat, werden wir erforschen. Wir starten erstmal mit dir, Rudolf. Trine kennen die meisten ja schon, du warst schon öfter bei uns. Die wird immer wieder was ergänzen. Rudolf, was ist das für ein Bild? Wie kamst du zu dem Mitochondrien? Und kurze Einleitung, was sind Mitochondrien? Also Mitochondrien. Mitochondrien. Ich komme aus dem Rheinland. Okay. Oder Mitochondrien, das ist egal. Ich bin eigentlich nicht Forscher, muss ich sagen. Okay. Sondern ich denke. Ich bin klar Denker und gucke, dass ich die Informationen, die ich zusammenkriege, dann zu einem Mitochondrien-Konzept zusammenbündel. Aber du kommst aus der Richtung, du bist ehemaliger Schulmediziner, ja, hast du studiert, ja, bist Doktor der Medizin und hast lange Hausarzt. Lange Hausarzt. Ich kenne beide Seiten. Du kennst beide. Ja. Okay. Und jetzt interessiert mich eigentlich nur die Frage, wie funktioniert eigentlich Gesundheit? Das ist mein Thema. Das nennt man Salutogenese. Richtig. Während man in der Pathogenese schaut, wie entsteht Krankheit? Nee, wie kriege ich die Krankheit weg? Ah, sehr in schön. In der Medizin geht es ja nur um wegmachen. Richtig. Und wir machen nichts weg. Sondern wenn, dann fügen wir was hinzu und wir, also nicht wir, also, sondern das ist das Prinzip der Selbstheilungskräfte, sure, die man fördern kann oder die man auch vor allen Dingen durch den Lebensstil herunterfahren kann. Super. Und da kommst du auf eine ganz zentrale, neue wissenschaftliche, man nennt es MMS, Mitochondrialmedizin oder wie nennt man? Mitochondrienmedizin. Genau. Ja, also es muss ja kein Name sein. Richtig. Hauptsache, du kennst den Mitochondrien, Doktor. Genau. Weil du das als Schlüssel gefunden hast für Vitalität, Gesundheit, aber auch wenn es um Krebs geht, auch wenn es um Muskelaufbau geht, absolut, auch wenn es um Alzheimer geht. Absolut. Diese Mitochondrien, Leute, und deswegen ist dieses Thema ganz zentral, spielt bei allen körperlichen Leiden, aber auch bei allen Ambitionen, die wir haben, immer die entscheidende Rolle. Weil sie evolutionsbiologisch seit Ewigkeit eine ganz große Rolle spielen. Und nur durch diese Symbiose, sonst ist es auch wieder eine Symbiose, aus der die Mitochondrien entstanden sind, ist das Leben von dem Einzeller zu Mehrzeller, zu den Landtieren, zu den Meerestieren, zu den Pflanzen gekommen. Ohne diese Symbiose wäre das Leben auf der Basis von Bakterien und vielleicht Viren stehen geblieben. Kannst du uns ein bisschen weiter ausführen? Denn die Zuschauer wissen gar nicht genau, welche Symbiose er meint. Es gab damals eine leere Zellhülle und dann ist das Mitochondrien da reingewandert? Oder wie hat das... Ja, da schreiben sich die Wissenschaftler. Ja. Da forsche ich ja nicht, sondern ich zapfe dann die guten Leute an. Ja. Oder das wissen die guten Leute. Die Mitochondrien, also die Erde, existiert circa 4 Milliarden Jahre. Bitte nicht Millionen denken, sondern Milliarden. Sure. Es ist schon 4000 Millionen Jahre. Eine Dimension, die wir ja jetzt gerade in der Finanzwelt ja auch, ob da Millionen oder Billionen und Milliarden sind. Und Milliarden sagen die Amerikaner ja Billionen zu. Das ist dann auch wieder verwirrend. Also wir schmeißen ja so mit dem Geld um oder gehen mit den Schulden so um. Und so ist das mit der Zeit auch. Die Dimension in der Natur sind unendlich groß, Milliarden. Oder unendlich klein, das muss man auch mal sagen. So, und das erste Leben, es kam, also die Erde war ein Feuerball, da war kein Leben möglich. Aber dann kam durch Meteoriten und aus dem Weltall im Prinzip, durch Einschläge, Kometen, Wasser auf die Erde. Und dann ist dieser Feuerball langsam abgekühlt, es hat geregnet ohne Ende, aber es sind Meere entstanden. Und wir schätzen so circa vor 3 Milliarden Jahren, hat die erste Zelle angefangen zu existieren. So, da könnte man, wie ist das passiert? Ja, da kann man viel forschen. Ich behaupte, ohne Information geht das nicht. Ganz genau. Ohne ein göttliches Feld oder Quantenfelder dahinter, die genau strukturieren. Genau. Ob du jetzt das Göttliche oder ob du den lieben Gott oder wie auch immer. Ich bin dann eher Information, Quantenphysik. Schön. Ja, mhm. Eindeutig. Und das steht ja auch, glaube ich, wo steht das drin? Am Anfang war das Wort. Ganz genau. So. In der Bibel, ja. Ich bin nicht. Ja. Wort als Information. Es kann nicht anders sein, richtig, in meiner Meinung. Muss ich wirklich sagen. So, und dann die Zelle hat, das war tief unten im Meer,
hatte die Sachen, die sie zur Verfügung hatten, hat sie genutzt. Was nicht zur Verfügung war, Sauerstoff. Es war kein Sauerstoffstoffwechsel, der war nämlich noch gar nicht vorhanden. Es war also nur ein Gärungsstoffwechsel möglich. Die erste Zelle, das können wir uns merken, war eine Zelle im Gärungsstoffwechsel, ohne Sauerstoff, ohne Radikalbildung. Und dann kamen Einzeller, die dann aus den Steinen und so weiter Sauerstoff freisetzen konnten. Und nach, das ist dann wieder ein paar Millionen Jahre, hunderte Millionen Jahre, das sind Dimensionen, die man, ist dann die Atmosphäre sauerstoffreicher geworden. Die war vorher für uns nicht lebensfähig. Methan und was sonst auch in der Atmosphäre war, die war für uns sofort tödlich. Aber der Sauerstoff kam dann langsam in die Atmosphäre und ins Meer. Nur die Zelle, die Gärungsstoffwechsel hatte, die konnte damit nichts anfangen. Für die war der Sauerstoff bedrohlich. Die hat sich in die Tiefe verkrochen. Aber es gab dann Zellen aus der Gruppe der Bakterien, die konnten den Sauerstoff schon rudimentär verarbeiten. Das heißt, die hatten Antioxidantien. Sauerstoff macht immer eine Oxidation, was, oder ein Rost, wie ich das sage, und die brauchen Antioxidantien oder Rostschutzmittel. Das ist eigentlich total. Und einmal der Hauptstoffe, mit der Hauptstoffe an Antioxidantien war der Schwefel. Warum? Weil das erste Leben war unten an so Vulkanen, also eigentlich an den Trennlinien von den Kontinenten. Da waren die sogenannten Black Smokers. Und die, da kam das Erdinnere hoch und das war sehr schwefel oder ist sehr schwefelhaltig. Das wissen wir, wenn irgendwo ein Vulkan ist, die Dämpfe sind schwefelhaltig. Sind auch teilweise giftig. Und also der Schwefel war schon als Antioxidant immer zur Verfügung. Also hat die Natur das genutzt, ist doch klar. Mhm. Wir kommen auf das Glutathion zu. Sehr gut. Weil das ist nämlich auch schwefelhaltig. Ach so. Und also jetzt haben wir zwei Einzelarten, Gärungsstoffwechsel mehr in der Tiefe, also ein paar Kilometer Tiefe, und die sauerstoffnutzende Bakterie in der Höhe. So, und dann kam, ja, es war auch wieder ein paar hundert Millionen Jahre, etwa schätzen wir zum Jahr minus 2,3 Milliarden Jahre, also vor etwa 2,3 Milliarden, manche sagen 2,1 Milliarden, das ist doch egal, ja. 100 Millionen Jahre spielen doch keine Rolle, ja. Doch völlig wurscht. Ja. Da kam es zu einer großen Krise auf der Erde, zu einer Überlebenskrise. Und zwar die erste von mindestens drei Totalvereisungen. Die Erde war erfroren, Kilometer dicke Eispanzer. Und das Leben im Meer drohte abzusterben. Das Leben, was ja sowieso noch aus Einzelnen bestand, drohte abzusterben. Ja, was hat die Natur denn gemacht? Naturprinzip, nicht darwinistisches Kampf und Überleben, ja, sondern Symbiose. Wir machen einen Joint Venture. Schön. Die beiden Zellen, die eigentlich nicht zusammenpassen vom Stoffwechsel, haben, und das ist der Biologie, der eigentlich nicht streitet, aber das ist die Forschung in der Biologie. Wie kam es zu dieser Symbiose? Wenn die Ergebnisse haben, werde ich darüber berichten, aber ich forsche nicht. Aber es gibt einen sehr führenden Amerikaner, Bill Martin heißt der, und weißt was? Der lehrt in Düsseldorf. Und ich bin Kölner, aber die Menschen oder bei Menschen dabei, das ist direkt neben ihm. Den will ich besuchen. Super. Ja, und der weiß halt noch nicht, aber den schätze ich sehr. Und dann gibt es noch einen Engländer, Nick Lane, der hat auch Bücher geschrieben. Also wir sind sich noch nicht einig, wie es zu dieser Symbiose gekommen ist. Dass die Symbiose gekommen ist, völlig klar. Und jetzt zu diesem Bild. Das ist ein Mitochondrium, ein heutiges Mitochondrium. Da wird 90% des Sauerstoffs, den wir einatmen, umgesetzt. Und die übrige Zelle ist eigentlich die Zelle, also das ist die sauerstoffnutzende Zelle, Bakterien. Und die aufnehmende Zelle ist im Prinzip das Außenrum. Mhm. Ja. Die Hülle. Die haben aber sehr unterschiedliche Stoffwechsel, haben die es geschafft, aufeinander abzustimmen. Das ist nämlich eine Abstimmung. Und jetzt auch ein Rollenverständnis. Die Gene, die Mitochondrien-Bakterien haben ja auch Gene. Und heute noch haben wir Mitochondrien-Gene. Die Gene, die meisten sind im Zellkern delegiert. Und der Zellkern hat sich erst nach der Symbiose gebildet. Warum?
zum Schutz vor Oxidation. Das ist der, die meisten Zellen vor der Symbiose haben keine Kalzium. Ja. Also es ist alles logisch. Wahnsinn. Biologisch. Biologisch. So. Die wichtigsten Gene haben die Mitochondrien, haben die aber gesagt, nö, die delegiere ich nicht, die gebe ich nicht ab in die Zelle, die behalte ich. Mitochondrien haben, ich glaube, 36 oder 37 Gene in mindestens zehnfacher Kopie, weil das für Bakterien typisch ist. Also sagen wir 370 aufgerundet 500 Gene. Wie viele Gene hat das menschliche Genom? Wir haben ja das Genom entschlüsselt, humanes Genom. 15.000. Wunderbar, wir können jetzt Krankheiten behandeln. Richtig, hat nicht funktioniert. Wegen der Epigenetik. Entschuldigung, ein Scheißkünstler. Richtig. Ja, ja, wenn du 15.000 sagst, ist vielleicht hast du die aktuellste Zahl. Ich bin so bei 21.000. Ah, okay. Aber es müssten viel mehr sein für genau. Die Komplexität des Menschen. Richtig. Ja, es gibt ein Würmchen mit dem Namen Chaos. Das hat 300.000 Gene. Das erklärt, aber das Würmchen Chaos ist im Vergleich zu Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen einfacher. nicht so komplex aufgebaut. Ja. Und das ist die Rolle der Mitochondrien. Die sind für die differenzierte Zellleistung zuständig. Super. Ja? Und die Rolle der, also der, eigentlich der Gene aus dem Gärungsstoffwechsel sind für die Zellteilung zuständig. Ja, schon. Ja, weil die erste Zelle hat ja im Meer Platz gehabt ohne Ende. Die hat in dem Programm einfach nur die Programmierung, teile dich. Genau. Du hast Platz. Und wenn du ein Gift produzierst, einen Abfall produzierst, gibst du ins Meer ab. Weil es ist ja genug Platz. So, ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber so ist die Biologie. Ja. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem Gärungsstoffwechsel und dem Sauerstoffstoffwechsel. Und die Mitochondrien haben, wie gesagt, die Rolle, die sogenannte differenzierte Zellleistung. Also Trine, wie fühlt man sich dann, wenn die Mitochondrien funktionieren? Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich würde sagen, man fühlt sich viel energetischer, viel aktiver. Power. Power. Ganz genau. Ja, genau. Das ist der Power-Selle. Ich kenne aber das Gegenteil. Wie fühlt man sich, wenn man eine Mitochondrie, wenn man... Mitochondropathie. Ja, echt. Ich gehe jetzt zum Supermarkt. Du kriegst eine Flasche Whisky, du kriegst eine Flasche Wodka und ich kriege eine Flasche Rum. Das müssen wir aufsaufen. Und wie fühlen wir uns am nächsten Tag? Oh. Sehr ausgelaugt. Völlig kaputt. Ja. Puff. Ja. Das ist eine akute Alkoholintoxikation, eine akute Mitochondriopathie, ein Herunterfahren der Mitochondrienleistung. Weil der Körper macht das auch intelligent. Der sagt, nee, ich habe mit so viel Giften zu tun, ich kann nicht Vollpower, ich kann nicht Starkstrom fahren über die Mitochondrien. Ich gehe in den zweiten Stoffwechsel, den Gärungsstoffwechsel. Das ist akut. Oder wenn du eine Grippe hast, das zieht dir die Füße unter den Boden weg. Ja, der Körper sagt, ich muss aus diesem Programm muss ich raus, ich muss in den Schwachstrom. Das Entscheidende ist unser Problem. Der Abstieg, wenn man krank ist, oder der Abstieg der Energie, der Vitalität, der ist schleichend, den bemerkt man kaum. Und die meisten sagen, das ist normal. Ja, normal ist das, weil so viele es ganz haben. Genau. Es ist überhaupt nicht normal. Es ist nicht normal, sich so zu fühlen. Mit der schonenden Vitalität, also ich darf ja mein Alter verraten. Ja. Ich bin 63 und du hast nicht mehr. Ich darf ja auch nicht fragen. Aber ich habe gehört, wir sind nicht so weit entfernt. Und das sieht man. Ja. Das sieht man. Wir spüren das. Ja. Ja, das will ich nur sagen. Und jeder, der lebt, hat die Chance, von da nach da zu kommen. Das ist biologisch. Absolut. Die Natur möchte das sogar. Oder du könntest auch sagen, der liebe Gott will das. Richtig. Gesundheit ist in uns programmiert, ganz nicht gut. Krankheit. Ja. Und diese Gesundheit ist multifaktoriell, sie ist abhängig von vielerlei Dingen. Das heißt, die Mitochondrien haben wir jetzt grob verstanden. Willst du noch kurz was zum Stoffwechsel erklären, bevor wir den Zuschauern auch mal erklären, was ihr tun könnt, um diese Mitochondrien wieder aufzubauen? Denn die Mitochondrialmedizin ist der ganz aktuellste Forschungszweig, wo die Forscher jetzt festgestellt haben, ich gehe mal in die Geschichte zurück, in die Wissenschaftsgeschichte. Und zwar gab es damals die Humoralpathologie. Das heißt, man hat gedacht, der Körper funktioniert wegen ganz bestimmter Körpersäfte.
Galle, Sangre, also verschiedenste Körpersäfte, die wichtig sind für den Energiestoffwechsel. Dann hat man gemerkt, nee, es ist doch schon die Zelle, die Zellularpathologie ist entstanden. Ja, dann gab es ja die Mikroskope, die wussten ja nichts von Zellen. Genau, dann kamen die Mikroskope. Also hier, Robert Koch-Institut. Richtig. Das ist ja in diesem Film, die Charité, so schön zu sehen. Dann hatten sie zuerst mal Mikroskope. Da ist ja was anderes. Aber oder da bewegt sich. Und wenn jemand Diphtherie hat, dann bewegt sich das. Ja. Sagen genau. Und dann waren, Charité waren Militärärzte übrigens, und die haben ja dann gesagt, wenn das mit der Krankheit zusammenhängt, dann müssen wir das eliminieren. Richtig. Oder vernichten oder ausrotten, eradizieren. Wir haben ja nur Kriegsbegriffe in der Medizin. Stimmt, wir haben nur Kriegsbegriffe in der Medizin. Ja, das darf man schon unterschätzen. Ja. Oder wir müssen Corona bekämpfen. Ja. Ich meine. Genau. Und dann kam es so weit, dass die Mikroskope besser wurden und hat gesehen, in den Zellen gibt es ein Kraftwerk namens Mitochondrien, und wenn die nicht funktionieren und wenn wir von denen anstatt mehrere tausend in einer Zelle, von denen wir ja mehrere tausend in einer Zelle haben, und jetzt haben wir ein paar hundert und die sind auch noch leistungsschwach. Sind ja Mitochondrien, damit es klar ist. Mit ist griechisch, Mitos heißt der Faden und Chondros das Knötchen oder der Kern. Und warum? Jetzt gucken wir durch das Mikroskop und sehen dieses Mitochondrium, weil das immer links, rundlich links ist. Ja, dann hast du dann den Faden. Aber wenn ich jetzt so anschneide, habe ich den Kern. Das ist ein und dasselbe. Und Mitochondrium ist eins und dasselbe. Schön. Zwei Begriffe in dem Namen, also haben sie sehr intelligent gemacht. Kleiner. So, wir machen weiter. Ja. Auf jeden Fall, was man sieht, ist, dass die innere Membran des Mitochondrium hat eine innere und eine äußere Membran. Hier, das ist die äußere Membran. Und das ist die innere, die ist sehr stark gefaltet. Damit ist sie unglaublich oberflächenvergrößert. Ja, da findet nämlich das Leben statt, sozusagen. Ja, also das sieht man da sehr schön. Deshalb habe ich das Bild gewählt. Gibt auch so Zeichen. Und das ist mein Lehrer und Mentor, Dr. Heinrich Krämer, der dieses wirklich tolle Buch geschrieben hat, Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin. Da weiß man schon, hey, Krebs. Ja, das ist blöd. Das ist eine Mitochondriopathie, ist ja nicht schlimm erkrankt. Und AIDS, das war ja in den 80er Jahren ein Riesenthema. Es ist auch eine Mitochondriopathie. Es sind aber Zusammenhänge, die ins Immunsystem reingehen. Das muss man. Jetzt will ich aber nochmal diese Zellsymbiose. Diese Verbindung, was ist passiert? Ja. Wir befinden uns noch, sagen wir, Beginn des biologischen Lebens. Erste Zelle, Gärungsstoffwechsel, Archaea. Ah. Die hat man erst vor 20, 30 Jahren entdeckt, ganz tief in dem, man hat noch gar nicht das Equipment, um da runterzukommen. Die kannten wir noch gar nicht. Okay. Die Bakterien, ja, die gibt es schon lange, gibt es noch länger. Ja. Die Bakterien, das Wissen ist schon alt. Aber diese Symbiose, aus den beiden sind dann die Eukaryoten geworden. Und da hat eine amerikanische Biologin Lynn Margulis hat gesagt, da gab es eine Symbiose. Sehr umstritten, aber es ist aber logisch. Es ist heute biologisch. Selbst. Ja, das ist ein Bios, das Logos im Bios. Im Leben. Und die Eukaryoten haben ja auch wiederum einen griechischen Hintergrund. Karyos ist der Kern und Eu heißt ja oder gut. Das sind die Zellen mit einem echten Zellkern. Das habe ich erzählt. Die beiden Gruppen haben keinen Zellkern, die haben ihr DNA-Material nicht schützen müssen, aber die Eukaryote hat ihr DNA und packt mit noch einer Hülle oder mit noch einem Schutz, um sie vor oxidativen Belastungen zu schützen. Ganz einfach. Mhm. Nur zu Zeiten der Zellteilung, dann wird der Kern, wird es auch freigelegt, wird das DNA-Material, was wie so ein Knöll ist, in der Kilometer DNA pro Zelle, wird freigelegt und hätte dann wirklich großen Angriffsfläche für die Oxidation. Und deshalb wird die Oxidation runtergefahren in der Zellteilung und der Gärungsstoffwechsel übernimmt, in Anführungsstrichen, die Führung. Nach der Zellteilung springt das wieder an. Super. So, und da kommt mir schon vielleicht der Gedanke, könnte das was mit Krebs zu tun haben? Spannend. Ja, das ist, Krebs ist eigentlich aus dem Rückspiegel der Evolution betrachtet, ist das ganz, ganz biologisch zu erklären. In den letzten ich will nicht sagen, dass Krebs einfach zu behandeln ist, aber die Gifte tragen meistens nicht dazu bei.
Stimmt, tatsächlich. Und wir mussten in der letzten Sendung leider feststellen, dass auch irgendwas mit Elektrizität zu tun haben muss, mit den Mitochondrien etc., weil seit der Elektrifizierung der Großstädte und seitdem wir uns so viel in elektrischen Feldern aufhalten, hat die Krebsrate immens zugenommen. Was haben die Mitochondrien mit Strom zu tun? Ja, da fließt ja Strom. Ganz genau. Mit außen oder Membranpotenzial. Und natürlich sind diese gepulsten Felder und so weiter, sind Informationen, die gibt es vielleicht seit 100 Jahren. Richtig. Ja? Aber wir sprechen hier in der Biologie mindestens über 2,5 Milliarden Jahre. Ja? Und so kommen wir auch auf die Ernährung bestimmt irgendwann. Alles, was wir, so wie wir denken, ist sehr kurzfristig. Und auch wenn jetzt bei uns in der Nähe wurde da so ein Dorf abgerissen, das war im ganzen Sinne, wie heißt das, Jacquard oder so, wegen des Kohle, war ja die große Stadt. Ja, wir denken so kurzfristig, die Erde denkt nicht, die tickt nicht so. Mutter Erde ist geduldig. Und ich glaube, dass sie irgendwann über den Versuch Menschen sagt, Versuch unterflogen. Dann schüttelt sie sich ein paar Millionen Jahre, reinigt sich und dann ist der Spuk vorbei. Hast du noch mal andere Folge zum Mitochondrialstoffwechsel? Weil ja. Mitochondrien, wir werden es gleich in weiteren Sendereien weiter aufnehmen. Das ist etwas, was wahrscheinlich die meisten Ärzte sie verscheuen und schrecken, weil es nicht ganz einfach ist. In dieser inneren Membran, das ist die innere Membran, steht doch hier, darum ist sie äußert, da gibt es Knüppelchen oder auch Komplexe, so nennen wir die. 5 Komplexe und dort fließen H+, also Protonen hinein. Nicht das, was wir essen. Wir sehen kein Zuckermolekül hier reinfliegen oder ein Fettmolekül oder ein Eiweißmolekül. Nein, es sind die Bestandteile, die in der Ernährung sind. Schön. Ja? Deswegen erlässt du mich auch in Fermentation von Wild. Wir haben ein Buch über Wildkräuter geschrieben, als ehemaliger Schulmediziner und Hausarzt. Also Leute, ihr seht, wenn man wirklich tief in die Materie reingeht, sagst du, ist es das Leben. Dann es findet man sein Zuhause. Ich esse Leben, Du esst weil ich leben möchte. Ganz genau. Trine genauso. Trine, du fermentierst. Was fermentierst du zu Hause für Sachen? Auch ganz normale Sachen, denke ich, wie so alle, die anfangen zu fermentieren. Möhren, Tomaten. Genau. Die Natur. Genau, die Natur, die viele tolle Aminosäuren besitzen. So. Also deshalb nimmt man so einige raus und sagt, das möchte ich gerne versuchen zu fermentieren. Also ich bin noch in der Anfangsstatus, aber es macht aber so viel Spaß. Wirklich Spaß. Und es macht, also man muss diesen Geschmack, ich mache Werbung. Für man sieht es einfach bei euch richtig. Beiden. Du isst Leben. Ja. Und wenn ich eine Stulle, also das heißt Butterbrot, dann werde ich müde. Außer es ist ein lange fermentiertes Sauerteigbrot mit Rohmilchbutter. Ja, das gibt's aber nur in Frankfurt. Ja. Nein. Das stimmt nicht. Also ich mache auch Sauerteig und ich kann die auch ganz, ganz, ganz lange halten. Und da muss ich widersprechen. Musst du mich in diese Geheimnisse denken. Irgendwann. So gut. Ich komme hier weiter. Okay. Also H+ aus der Ernährung im Prinzip, aber vielleicht auch aus der Erde. Also negative Ionen, Elektronen über die Fußsohlen aufnehmen. Na klar. Wunderbar. Weil Mutter Natur, Mutter Erde oder die Erde ist negativ geladen. Ja. Das heißt E-. Elektronendonator. So. Und wodurch? Durch Bewegung und durch Blitze. Ah. Ja. Und alles, was mit der Erde verbunden ist, kriegt diese Elektronen. Die Gummisohlen, sofort die Isolation. Stimmt. Aber jetzt überleg mal. Ein Wildkraut, was ich ziehe, also was ich halte es ja nicht stundenlang. Das hat Kontakt mit Erde, ich pflücke es ab und tue es in den Mund. Da sind noch die Elektronen drin. Fantastisch. Das ist, oder eine Kuh, ja, die frisst ja den ganzen Tag. Ganz genau, und die steht noch da drauf. Die wird auch nicht krank. Ja, die hat auch keine Gummisohle. Wir sind ja jetzt so noch im Januar. Ja. Und bei euch liegt ein bisschen Schnee, bei uns eigentlich schon nicht mehr. Aber ich werde am Sonntag zum ersten Mal, bin ich eingeladen und ich will es auch machen, Eisbahn. Mit sowas kann mich ja, da bin ich noch zu verweichlicht. Beim nächsten Mal werde ich dir Ich hab Respekt, muss ich sagen. Auch ein Elektronendonator, auch gut für die Mitochondrien. Noch zur letzten Bild, weil wir müssen in die nächste Sendung gehen. Leute, ihr seht wieder, wir haben wieder geballtes Wissen mit diesen Experten. Wollen die Folie noch zu Ende, oder ist die zu Ende erklärt? Weil H+ wollte ich schon sagen und E-. Die anderen Sachen ist nicht so wichtig, aber am Ende, hier ist wirklich passiert sehr viel. Q10 spielt hier auch eine Rolle. Ende des Tages wird angeblich, guckt euch das mit an, weil es so nicht ist, Richtung ist.
alle Bücher sagt, ah, ein Fehler. Die Protonen führen dazu, dass aus Adenosin Triphosphat, das Phosphat angepappt wird. Aha. Und das wäre das Energieträger. Und ist das so? Nein. Aber wie ist es denn? Das zeige ich dir im nächsten. Oh, wow. Im nächsten Sendung. Okay, das war meine Sendung. Leute, ihr seht, wir stellen die ganze Literatur in den Universitäten auf den Kopf. Das ist Betrug. Da gibt es einen Nobelpreis zu. Wow. Das wir verschweigen alles. Okay, darauf, auf diese Folie werden wir in der nächsten Sendung eingehen. Ihr seht, hier geht es heiß her, weil ich sehr aufgeladene Experten hier habe, die ihre Mitochondrien. Das ist echt, das ist wirklich spannend. Ja. Und danke euch jetzt schon mal. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, Mr. Ross Güssen. Ciao. Wie funktioniert Gesundheit? Mit dem, was du weißt oder was ich weiß, dass wir Hilfe an Menschen geben, ja, was sie selber machen können. ATP ist nicht gleich ATP. Weil die Frage der Modulation, was hat die für eine Festplatteninformation? Schön. Okay, ja? Verstehe. Darum geht es. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.